Süßer Herr, du und die herrliche Nacht zittern mir noch in allen Gliedern. Und meine wichtigste Beschäftigung hier ist, in den Erinnerungen zu wühlen mit trägen Fingern wie in einem Korb Blumen. Berlin, Februar 1914. Was für ein Liebesbrief. Und den hat niemand Geringeres geschrieben als Rosa Luxemburg, die Ikone der Arbeiterbewegung. Und zwar an ihren Geliebten Paul Levy. Rosa Luxemburg war also nicht nur eine Vorkämpferin für Arbeiterrechte, sondern sie hatte auch ein sehr bewegtes Liebesleben. Das Unikat dieses Briefs lagert genau hier, nämlich im Archiv der Sozialdemokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Und es ist natürlich längst nicht das einzige historische Dokument, das es hier gibt. Es gibt noch jede Menge mehr. Und was? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Archiv ist das älteste aller deutschen politischen Stiftungen. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung ist wiederum die älteste politische Stiftung Deutschlands. Ganz klar, hier befinden sich damit auch ziemlich alte Dokumente. Allein 56.000 Meter Schriftgut werden hier gelagert. Alles Unikate und Zeugnisse der nationalen und internationalen Arbeiterbewegung, wie die Gründungsurkunde des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das Archiv ist in insgesamt 4 Bereiche unterteilt. Und hier befinden wir uns im Bereich Schriftgut. Klar, kann man gut erkennen, hier stehen jede Menge Ordner rum, jede Menge Schrift. Und der Bereich selbst ist noch einmal unterteilt, nämlich in Organisationsgut und Personengut. Hier befinden sich also zum Beispiel alle Taschen und Pfeifen des bekannten Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Herbert Wehner. Aber auch dieser Schatz. Das hier ist der Originalschreibtisch aus der ehemaligen SPD-Parteizentrale von Willy Brandt. Und nicht nur das gibt es zu sehen, auch eine Uhr, die, als sie angeliefert wurde, auf 5:05 stand. Kann man jetzt alle möglichen Dinge reininterpretieren. Was man sonst nie zu sehen bekommt, ist ein echter Friedensnobelpreis. Und auch der liegt hier von 1971. Da hat Willy Brandt den Friedensnobelpreis verliehen bekommen und das Ganze natürlich belegt mit dieser Urkunde. Denn bei Führungen macht das Archiv Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes zum Greifen nah. Und dabei erfährt man dann zum Beispiel auch, dass August Bebel zur Zeit der Sozialistengesetze als Vertreter für Fensterbeschläge arbeitete. Und dafür brauchte er diesen Koffer. Und mit dem hat er, sofern man den Gerüchten glauben darf, auch Agitationsmaterialien geschmuggelt. Aber genug von den ganzen Berühmtheiten der SPD und ihrer Vorläuferorganisationen, denn in diesem Archiv wird natürlich auch allgemein die Geschichte deutscher und europäischer Arbeiterbewegungen gesichert und verwahrt. Hier im Organisationsgut findet man auch die lange als verschollen geglaubten Tarnschriften. Das sind Literatur, geheime Dokumente, geheime Botschaften, die hinter solchen Covern versteckt sind und dann von der Exil-SPD während der NS-Zeit aus dem Ausland nach Deutschland geschmuggelt wurden. Zur Widerstandsarbeit. Natürlich im besten Fall, ohne dabei erwischt und verhaftet zu werden. Das ist richtig spannend, was man hier so findet. Auch eine Mitgliederkartei von vor 1933 aus Hannover wird hier aufbewahrt. Die einzige, die den Nationalsozialismus überlebt hat. Alle Zeugnisse der Zeit erhält das Archiv, klar, regelmäßig von der SPD selbst, aber auch von anderen Organisationen. Die werden Hinterleger genannt. Massenweise kommen hier die Kartons mit teilweise Jahrzehnte alten und hochsensiblen Papieren an oder werden von Archivmitarbeitern abgeholt. Jedes einzelne Schriftstück prüfen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorsichtig per Hand. Wenn alles okay ist, dann werden sie hier eingeordnet. Das ist jede Menge Arbeit. Jede einzelne Akte bekommt eine Nummer, eine sogenannte Signatur, und dann wird in einer Datenbank vermerkt, was dahinter zu finden ist. Aber nur so kann jeder sie auch noch in 100 Jahren nutzen. Und genau das ist der Gedanke des Archivs, als Gedächtnis der sozialen Demokratie Deutschlands. Wer also zum Beispiel etwas zu Koalitionsverhandlungen sucht, kann hier recherchieren. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen dann in den Lagern die gewünschten Bestände heraus. Für Recherchen können aber auch Videoaufnahmen genutzt werden, wie zum Beispiel alte Wahlwerbespots. Oder Reden wie die von Otto Wels. Freiheit! Und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Für viele Jahre waren das nach 1933 die letzten freien Worte in einem deutschen Parlament. Denn am Tag der Rede wurde durch das Ermächtigungsgesetz der zentrale Schritt vollendet, mit dem die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Und damit sind wir auch schon im Bereich Sammlungsgut. Hier werden historische Filme gesichtet und auch selbst digitalisiert. Eine besondere Herausforderung dabei ist, wenn man historische Filme oder Töne abspielen will, dann braucht man natürlich entsprechend historische Geräte, so wie diesen Tisch hier. Ich probiere das einfach mal, so. Ja, läuft.
neben toten Masken wie der von Friedrich Ebert, Ansteckern und vielen anderen Gegenständen verbirgt sich hier auch noch dieses bedeutungsvolle Vermächtnis. Geschützt vor dem Verfall liegt hier bei kühlen 18 Grad die Traditionsfahne der SPD. Das gute Stück stammt aus dem Jahr 1873 und hat schon einige Stationen hinter sich. Sie wurde versteckt, geschmuggelt und lag sogar auf dem Sarg von Kurt Schumacher. Auch Millionen Plakate, Flugblätter und Fotos werden hier aufbewahrt. Jedes einzelne wird gescannt, damit die Zeugnisse der Zeit für die Nachwelt sichergestellt sind. Auch digitale Arten von Geschichte werden gesichert. Dazu gehören digitale Unterlagen und das Spiegeln von Webseiten wie die der Berliner SPD von 1999. Eine ganz besondere Reise in die Vergangenheit. Und damit sind wir auch schon im dritten Bereich des Archivs, der Bibliothek. Hier stehen nicht nur tausende Bücher von allen erdenklichen Akteuren der Arbeiterbewegung, auch zum Teil gesichert auf Mikrofilm oder digitalisiert. Nein, darunter befinden sich so große Werke wie das Kommunistische Manifest. Ich habe hier also das Original der Erstausgabe des Kommunistischen Manifests in der Hand von Karl Marx und Friedrich Engels, veröffentlicht im Februar 1848, ein Manifest, auf dem später eine ganze Weltanschauung begründet wurde, nämlich der Marxismus. Auch Zeitungen von zum Beispiel emanzipatorischen Bewegungen wie die Gleichheit oder dem zentralen Organ der SPD Vorwärts kann jeder lesen. Auch heute wird hier eine Zeitschrift verlegt, nämlich das Archiv für Sozialgeschichte, kurz AFS. Zählt zu den international renommiertesten Fachzeitschriften innerhalb der Geschichtswissenschaft, ist natürlich mehr ein Buch als eine Zeitschrift. Aber damit sind wir schon beim vierten Bereich hier, nämlich Public History. Bei Veranstaltungen lassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berühmte Reden wieder auferleben. Wie die von Marie Juchat, der ersten Frau, die 1919 im Parlament an das Rednerpult durfte. Es ist das allererste Mal, dass in Deutschland die Frau als freie und gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf. Und durch Publikationen und Ausstellungen transportieren sie das umfangreiche Wissen des Archivs für einen politischen Dialog in die heutige Zeit. Das Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hier wird Geschichte nicht nur bewahrt, sondern für jeden ganz einfach zugänglich am Leben gehalten. Tja, und wer weiß, welche Liebesbriefe von zukünftigen Größen der Sozialdemokratie hier in ein paar Jahren noch landen werden.